Was geht, Leute? Euer Russaphan hier und heute wartet. Ich muss kurz ein bisschen Musik so leiser machen, weil sonst höre ich mich selber nicht. Heute zocke ich Prey die Demo. Das Spiel kommt jetzt am 6.5. oder 5.5. auf jeden Fall raus. Und das Spiel hat mich halt echt interessiert und dachte ich mir einfach, ich nehme die Demo auf und wir gucken halt gemeinsam, wie das Spiel ist. Und ich will nicht, also ich will jetzt nicht so viel labern. Ich denke, wir starten dann einfach mal in die Demo rein. Leer und normal sollte reichen. Ja, krass. Man kann ja auswählen. Ich bin natürlich wendig. Ich habe davon nicht getestet. Nichts. Ich weiß gar nichts von dem Spiel. Ich weiß nur, dass es um... Ach, sieht selbst. Es geht halt um Aliens und so. Und ein Ladebildschirm. Du betrittst dein Apartment. Ein sehr langer Ladebildschirm. Ja gut, solange es lädt, kann man ja erzählen, so über ein paar Sachen reden. Und zwar, ihr fragt euch vielleicht oder fragt euch gar nicht. Wahrscheinlich, wenn ich was erzählen möchte, lädt es schneller. Tomb Raider kommt nicht mehr, also mir macht selber keinen Spaß. Aber ich zocke jetzt Demos und sowas, was mir Spaß macht, halt. Zocke es an und Tage kommt ein anderes Let's Play, aber macht euch, seid gespannt, es wird euch gefallen. Das Spiel ist auch neuwertig, also ganz neu. Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Guten Morgen, Morgen, alles klar. Gut, ich kann. Wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. Oh, eins noch. Bin ich morgen Freeman, Alter? Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Oh, nice. Nee, ich guck mir jetzt mal noch alles an. Lesen ist nicht so meins. Geil, man kann hier alles nehmen, Alter. Ah. Nö. Oh, ich bin schon recht langsam. Die Empfindlichkeit ärgert mich gerade ein bisschen. Wenn man gerade Rainbow gezockt hat, dann ist das so eine Sache. Oh, ich hätte, glaube ich, Kaffee machen können. Aber so viel lesen, nee, darauf habe ich echt gar keine Lust. Nehme ich mir mal alles mit. Passwort eingeben. Ja, okay. Das geht natürlich nicht kaputt. Jo, gönn dir. Wenn das kein Butterflip-ähnliches Ding war jetzt gerade.
Seife. Shampoo. Nee. Ah. Ja, kann man irgendwie alles machen, aber es lohnt sich. Oh, dann kann ich auch gut. Ja, dann. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Okay, Helikopter sind cool. Ich denke mal Dach. Ich dachte schon, ich muss 50 Sekunden warten hier, oder 47, sagen wir mal so. Hätte ich keine Lust gehabt. Jo. Warum sieht das Spiel für mich gerade ein bisschen friedlich aus? Gedacht, das wird nicht friedlich. Mr. Hugh, machen Sie sich's gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Schöner Blick auf die Bucht. An ARKANE Studios Production. Wow. Sehr geil gemacht. Da wären wir, Mr. Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg. Hallo, Dr. Yu. Ich bin ein Civil 495 Wissenschaftsoperator. Willkommen. Morgen, Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Okay. Ich hoffe, ich sehe auch ein bisschen von der Story und so. Nicht, dass ich hier irgendwie Waffen spielen muss und so. Sowas würde ich nicht auf meinem Kanal Morgen. Endlich. Du Scheiße, Alter, wie sieht der denn aus? Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Us. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Ja, ich mache mir nur einen Wir Kopfball in der sind nächste Pfeife. Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Dr. Yu? Guten Morgen, Marvin. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Okay. Warte. So. Raus, ne?
das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Okay, Morgan, hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Ach du Scheiße. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Verstecken? Oh, das Glas geht nicht kaputt, oder? Nein, alles gut. Dr. Yu, Morgan, wir sind soweit. Drücken Sie einfach den Knopf. Ja, aber... Aber geht es? Kommt irgendwas jetzt? Wie soll ich mich verstecken? Hier? Ja, ich... Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Ich wusste nicht, wie ich mich verstecken soll. Ich glaube, ich hätte den Stuhl stehen lassen sollen. Ich würde nichts mehr. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ich hab doch den Knopf gedrückt. Okay. Ja. Mach mir dann D auf, ja. Ohne Knopf, alles klar. Hinsetzen. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Ich mag den Typen irgendwie nicht. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Hab ich schon. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Ja, was Neues ausprobieren. Ist immer besser. Gut, Sie haben den Dreh aus. Weiter so. Sie wurden für ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Sie wurden für ihre Taten zum Tode... Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Boah. Für ihre Taten, ja. Man weiß ja nicht, was man gemacht hat, ne? Zu Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passiert. Ach komm, ich will das Erste, ganz ehrlich. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis wechseln. Lieber 5 Leute retten als einen. Gut. Ja, denke ich mal. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Oh, jemand anderes. Ja, aber es ist ja genau das Gleiche. Wir haben gerade jemanden geopfert für die anderen 5. Aber hier, da ist ein dickleibiger Mann. Ich stoße den dickleibigen Mann. Fast geschafft. Das ist sogar noch witziger, weil ich jetzt auch nicht der Dümmste bin. Ein führerloser Zug. Schon wieder dieser Zug.
fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Den dickleibigen Mann stoßen. Den dickleibigen Mann stoßen. Das auf jeden Fall. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Da ist einfach zweimal. Da ist einfach nochmal der dickleibige. Sehr gut. Gleich fertig. Nice, Alter. Zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie. Erkennen? Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es wäre. Ja! Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Ach du Scheiße. Oh. Krass. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich Aliens drauf. Ist das mein Kaffee? Krass. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Bekomme ich noch Alien-Spaß? Oder was ist das jetzt? Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Ist das nicht gerade auch so gestartet? Nochmal. Hä? Oder was? War das davor auch der 15. März? Ey, oder spiele ich jetzt die. Ist das die Demo immer, dass du an diesen einen Test da bist, dann jemand stirbt und dann. Nee, ich habe die Mission ja jetzt hinbekommen. Okay, das ist jetzt anders, glaube ich. Warte mal, ich sehe das an den E-Mails. Ich habe 3 E-Mails gehabt. 6. Aha, aha. Oh, shit. Gefahr. Verschwinden Sie. Der erstmal trinken. Das haben wir davor nämlich nicht gemacht. Ach ja. Das ist nicht schlimm. Wir wissen ja nicht ähnliches. Oh. Okay. Kann ich hier nehmen? Krass. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall, aber wie gehe ich jetzt hier raus? Ich kann keine Türen. Aber ich kann das Glas aufschlagen, oder? Ja, so ist das. Hä? Neuer Anruf. Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Ich war die ganze Zeit in einer Simulation gefangen. Okay, das Spiel ist komisch. Also, es ist cool, aber ich. Es erinnert mich richtig an Portal. Muss ich ehrlich sagen. Gut. Das ergibt irgendwie schon Sinn, dass man das sagen. Ich dachte schon. Okay, Rotzange, Rotzange, Rotzange. Okay, 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 okay. Okay, ich kann nicht verlassen, aber ich will noch nicht verlassen, weil irgendwie finde ich das hier schon spannend. Ne? Testanlage.
ich weiß nicht, ob ich das richtig mache hier. Oh fuck. Oh fuck. Bra. Warum spring ich an? Oh shit. Okay. Komische Dinger. Der Typ eigentlich krepiert? Ja, ne? Wozu auch immer das Papier ist. Es gibt hier so viele Wege, ich weiß nicht, welche ich nicht nehmen soll. Das ist das Problem jetzt. Aber ich gehe einfach meinen eigenen Weg, so. So denke ich mir das jetzt mal. Oh. What the fuck, Alter? Ach du Scheiße. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Wo sind die Viecher denn jetzt hin? Boah, das ist so schwammig. Kann ich die Steuerung irgendwie ändern? Das ist mir leider ein bisschen... Empfindlichkeit wäre voll nett, wenn die ein bisschen höher wäre. Oh, das ist doch ein bisschen zu viel. So, warte. Die Empfindlichkeit dann auf 40 vielleicht. Aber beim Umgucken ist das dann schon ein bisschen besser. Test der nächste Woche. Dringend, ich... Ach, komm. Ich... kann damit leider nichts anfangen. Ich denke mal, das interessiert euch eh nicht so blendend, was da steht. Das könnte man höchstens machen, wenn man irgendwas richtig krass let's playt. Keine passende Schlüsselkarte. What the fuck? Ja, geh weg. Haben wir. Okay, man kann vieles tragen, wenn man möchte. Man muss halt nur die passende... Man muss die Kraft dafür schon beherrschen, damit man das kann. Ah, der Ekelhafte, ja. Krass. Die entwickeln sich. Die verwandeln sich in... Ach du Scheiße. What the fuck. Also das Spiel gefällt mir auf jeden Fall. Zigarren. Das ist die Schlüsselkarte. Da ist noch ein anderes Viech. Ja, geh dran. Ich muss in Bewegung bleiben, also nicht stehen bleiben bei dem. Okay. Glowkanone. Zwei um Glowkanone, halt ja zwei gedrückt und durch. Ah, okay. Okay. Leute versteinern oder so.
eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Oh fuck, 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 fuck. Die Viecher sind schon krank. Warum hat er Blumen bei sich? So, dich hab ich. Wenn ich das jetzt nehme, kommt eh dieser Phantom. Warum weiß ich das? Touchpad? Komm, das will ich sehen. Okay, komm, Techniker. Reparatur? Nee, Sicherheit. Schusswaffen 1? Nö. Geht natürlich. Konditionsschub will ich nicht. Hacker? Du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Techniker, du kannst schwere Objekte problemlos anheben. Du benutzt Ersatzteile und defekte Grafik. Ja, okay. Ich nehme das Hacker mal. Das ist krass. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Ich mag Toiletten nicht, aber richtig nicht. Hier ist eh ein Viech drin. Wo? Wo? Ach du Scheiße. Naja, du bist Viech. Oh, diese Viecher sind voll schlau. Die wissen einfach, wo die hingehen sollen und wollen und was weiß ich noch. Und die sind stark anscheinend. Anscheinend nicht gegen mich, aber gegen den Rest. Wie komme ich jetzt zur Lobby? Das ist die Sache. Ja, ey. Skill Recording Room, okay. Da komme ich aber. Ja, komm, wir gehen zur Lobby. Ich finde das Spiel ganz cool, muss ich sagen. Jedoch muss ich eine Sache bemängeln. Ich denke, weil ich das jetzt zocke, kann ich ja meine Meinung dazu äußern schon mal. Die Story ist ganz cool gemacht und so. Aber du wirst hier zu schnell ins kalte Wasser einfach geworfen. So. Das ist gar nicht immer schlecht, aber es ist einfach so, wir machen einen Test und auf einmal kapiert er da vorne und dann auf einmal, ja okay, vielleicht war das doch gut, aber jetzt ist das so komisch in der Sache und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen zu kurz vor, da hätte viel mehr passieren müssen und so. Weiß nicht. Das erinnert mich krass an Half-Life halt, ne? Black Mesa. Wo die da halt alle in diesem Gebäude sind, da alle Tests machen und sowas und dann auf einmal alle krepieren und du siehst nur noch so ganz viele Leichen am Boden und so. So erinnert mich das jetzt hier sehr stark. Half-Life Black Mesa.
passiert eigentlich, wenn ich die Schleife... Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ach, hier liegt einfach eine Waffe und ich sehe die nicht. Sehr geil, Schrotflinte. Das ist sehr nice. Die sind locker für Phantoms. Ja, tragen Hebelkraft. Kann man so krasse Sachen wegdrücken und dann kann man irgendwie anders lang. Okay. Dran. Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Ich würde gerne eine Karte sehen, aber ich habe halt keine Karte hier. Status. Kein aktiver Status. Inventar habe ich hier. Da ist die Cam. Karte. Stationskarte. Lobby. Okay. Neue Motorabteilung, Shuttle Dock, Psychotronik, Sonnenkraftwerk. Okay, ja. GOTS, was das auch bedeutet. Karte. Wo muss ich hin? Ebene 3, also ich muss zwei Ebenen hoch. Ziel. Ist das Ziel ist Ebene 3. Ich befinde mich auf Ebene 1. Das heißt, ich muss zwei Ebenen höher. Okay. Ein Büro mit Ausblick hätte mir dann auch gereicht. Aufzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Okay. Aufzug funktioniert nicht. Von A nach B zu kommen wird schwierig. Der Hauptaufzug ist defekt. Laut System ist alles in Ordnung. Nur der Diagnosecode ändert sich bei jeder Anfrage. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich eine Lösung finde. Warum macht mir das gerade so Angst, dass diese Mülltonnen geflogen sind? Ah, deswegen. Ach, krass. Wir haben keine Munition mehr? No way. Okay. Doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Und die Shotgun hat einfach keinen Schuss mehr. Ich habe mir eher gedacht, ich hätte genug Schuss. Ja, so war das. Jetzt komm. Achso, da steht's. Noch eine? Vielleicht. Vorstandsbüro. Okay. Shit. What the fuck? Warum schießt mich das Geschütz ab? Ja, komm. Angeschossen oder auch, ne?
aber wir nehmen das mal mit. Morgen-Juice-Büro. Ich glaube, ich muss den Computer ein bisschen abchecken und doch ein bisschen lesen. Der Code für Ihr Büro lautet 0451. 0451? Was? 0451. Korrekt. Auf ihrem Arbeitsterminal sein. Hallo Morgan, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dann gibt es hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Wie, hä? Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay. Okay. Werbung muss sein. Ich würde gerne dieses Panel haben. Das ist doch... hier durch irgendwie. Niemand hätte gedacht, dass hier hinten direkt noch ein Raum ist. Aber egal, folge ich der Mission. Und halt. Ich bin eindeutig schneller mit dem Ding.
Alter. Oh, ich bin kaputt. Alter, diese Viecher machen mich kaputt. Ich will gar nicht wissen, was ein Phantom kann. Schon, kann ich schon irgendwas reparieren, Techniker? Nee, kann ich noch nicht. Ey, der Assi! Ich dachte, ich finde jetzt eine geile Waffe. Nein. Oh, Pistole. Oh, geil, das geht also auf wie bei Rainbow. So, ich vergleiche alles mit Rainbow, aber. Ist halt so. Also heißt es, hier geht's nicht mehr weiter. Also habe ich jetzt gerade die Demo gezockt, oder? Ja, ich laufe noch ein bisschen rum. Weil die Mission ist halt dort und. Ja, was soll ich zum Spiel sagen? Das Spiel ist an sich sehr gut. Die Steuerung ist so okay, so. Vom Grafischen kannst du halt nicht viel sagen. Das ist sehr. Ist echt ganz, ganz gut gehalten eigentlich. Und ich muss halt das richtige Spiel dazu. Hallo? Ich muss das richtige Spiel dazu sehen. Die Gegner sind auf jeden Fall. Oh, fuck. What the fuck? No way. Ach ja, man durfte ja nicht stehen bleiben bei dem Viech. Das Spiel ist ganz cool eigentlich. Muss ich ehrlich sagen, kann man auch eigentlich empfehlen. Das ist mal wieder was Neues. Vielleicht ist es jetzt auch nur in der Demo hier so richtig krass schlicht gehalten. Und dafür ist es dann in der anderen Version. Und zwar in der. Ach Junge, ich kapier direkt. Ich will jetzt einmal dieses Viech da noch killen. Bevor ich hier ausmache. Vielleicht ist es ja nur in der Demo so schlicht gehalten und in der Vollversion ist es ganz aufgebaut, so halt richtig krass mit Story, dann auf einmal kamen diese Viecher hier alles rein und so und wir dürfen hier nicht irgendwas nicht wissen und so und wer weiß das schon, vielleicht kommt hier noch, also es gibt ja hier so eine krasse Wendung anscheinend. Nein! Es hätte ja fast geklappt, ne? Okay, diese Phantoms sind auf jeden Fall krass. Ich werde diese Phantom noch einmal kicken.
Und die Gegner sind richtig cool hier, also die sind richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und richtig schwer sogar. Also hätte ich eigentlich selber nicht gedacht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Diesmal weiche ich aus direkt. Der Schuss. Jetzt. Alter, wie schnell sie sich befreien, das ist so krass, ne? Der kann sich noch teleportieren, alles klar. Also die Gegner sind wirklich krass. Fast Dark Souls Level. Komm. Nicht verzagen. Russaphan fragen. Endlich. Alter. Krasse Sache auf jeden Fall. Diese Viecher sind eindeutig schlimm. Mich gerade ein bisschen überfordert. War da gerade noch ein Viech? War da gerade noch ein Phantom? Alter. Okay. Ja, ich glaube, das war's dann auch auf jeden Fall, weil ihr habt ja gerade selber gesehen, ich kann nicht weiter die Mission spielen. Das ist in der Demo halt nicht vorhanden. Danke, dass ihr euch das gegeben habt, dass ihr euch das Spiel angeguckt habt bei mir, oder angeschaut habt bei mir. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wollt, dass ich mehr Demos anzocke oder Demos zocke, die von Spielen, die jetzt die nächsten Tage rauskommen, dann gebt drauf ein Like, abonniert mich, wenn euch sowas gefällt. Und wenn euch das Spiel selber gefällt, dann schaut es euch einfach an, ladet euch die Demo selber runter, spielt ein bisschen, stellt die Einstellung so ein, dass ihr zocken könnt, so wie ich es jetzt machen musste, halt mit der Empfindlichkeit und so. Aber wenn euch das Spiel gefällt, dann ladet ihr euch das runter und habt Spaß dran und vielleicht wird es ja ein Spiel für euch und ihr kauft es euch. Ich bin noch am überlegen, ob ich es mir vielleicht hole. Aber ich selber tendiere zu anderen Spielen zurzeit, die gerade auf dem Markt sind, aber ja. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal weg, es ist 2 Uhr und ich gehe auf jeden Fall pennen. Es hat Spaß gemacht, euch zu unterhalten heute und haut rein, wir hören uns, euer Russaphan ist aus. Ciao.